will unite them. You will lead them. Looks like I've got a tally on the boys. Jock's on the ground, going into holding pattern. Ending conflict and suffering. I found a way to make it better. Progress, though, it comes with a cost. They weren't ready for me, for my plan and its ways. Fear drove them to rise against me. First with now with more. They stole my blueprints, broke my lines of production, and cracked my foundation. Fear. Primal fear clouded their minds. They did not see that this risk, these changes, were a path to prosperity. Balance must be pursued at all costs. And the balance will be due, whether with them or even myself. We are armed and ready. This is the moment. Und damit ein herzliches Willkommen zur Test-Alpha von Delta Force. Ja, ich habe mir den Zugang ergattern können. Gott sei Dank. Was heißt denn Gott sei Dank? Ich bin froh, dass ich das habe, weil ich möchte euch gerne das Tochterspiel von, soll so ähnlich sein wie Battlefield. Ich muss aber sagen, kurze Information. Ich wurde eingeladen, ich wurde eingeladen, weil ich wollte es gerne mal anzocken, weil ich einfach mal Bock habe, was anderes zu zocken. Da XDefiant jetzt nicht so meins ist, also nochmal so Info für diejenigen, wann vielleicht bei mir wieder XDefiant kommt, vielleicht gar nicht. Weil das Spiel hat auf dem PC oder besser gesagt auf der Xbox nicht zugesagt. Aber da komme ich vielleicht nochmal auf ein separates Video. Weil es soll jetzt einfach auf Delta Force sozusagen gehen. Und ich möchte euch natürlich das Game zeigen. So, ich gebe natürlich mal meinen Namen ein. Ja, die Alpha, das Alpha-Test ist nur für PC jetzt gerade momentan. Wenn das Spiel rauskommt, dann ist es kostenlos für euch verfügbar für Xbox Series X, für PC und für PS4, PS5 und auch für die Xbox One, Xbox Series X und S. So. Aber wir haben sogar jetzt schon die Kampagne offen. Wir können sogar die Kampagne jetzt schon zocken. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei taktischen Unruhen ist. Okay. Ja gut, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Geh mal nicht zu dem Multiplayer.
Okay. Wartet mal kurz, Jungs. Dann bin ich hier falsch. Wahrscheinlich. Kann ich das mit eines, also nach der Eliminierung eines Feindes kannst du deinen verlassenen Vorräte einsammeln. Wenn du eliminiert wirst, verlierst du deine Vorräte. So, kann ich das auch, warte mal kurz, Einstellung. Ich weiß nicht, ob ich das auf dem Gamepad spielen kann. Ja. Tastatur und Maus. Also anscheinend erstmal noch nicht. Ja. Anscheinend alles auf Ultra, das ist schon mal sehr gut. Nur nach Typ sortieren. Okay, hier gibt es die Einstellung noch nicht. Na gut, das ist ja erstmal eine Alpha. Okay. Kann ich auch mit den Tasten nehmen, mit WASD. Okay. So. Okay, mit der Taste tue ich wieder ziehen. Ich bin. Was das. Mal, ja, kann man wieder nachladen. Das ist schon mal sehr gut. After being eliminated, you will lose all gear and weapons. But it's your victory this time. Go collect your spoils. Du wirst verlierst du deinen Frisand. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, mit F. Okay, also ich bin erstmal nur eine Madame. Beute, also ich habe hier eine AK. Ach so, es ist. Also man kann sozusagen seinen Kollegen so ausrüsten, sozusagen. Das ist interessant. Also man kann hier quasi. Also man kann das hier so rüberziehen anscheinend. Wartet mal kurz, 1000, 5000. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, hier haben wir eine 1000 Motorradreste, 1830. Die ist noch viel besser. Was haben wir? Sahara, Spezial, Keramik und Sportrucksack. Also man hat hier seinen Rucksack mit Gepäck und so Kram. Und man hat hier seine Dings, wo es sehr schön. Also das Menü, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Es ähnelt auch ein bisschen an hier Battlegrounds anscheinend ein bisschen. Also vom Menü her ein bisschen. Also ich weiß ja nicht, ich habe ja ein bisschen schon Battlegrounds schon gezockt. Aber soweit ich das jetzt weiß, ist das nicht so ähnlich wie Battlefield. Finde den Tresor auf der Karte markiert ist. Also zur Grafik muss ich sagen, finde ich das sehr gut. Also für eine Alpha. So, aha, okay. Also, von der Grafik her, für die Alpha-Version, finde ich es sehr top. Also hier sieht man sogar die Palmen, die ein bisschen wehen. Also wenn es wendig ist, dass sie wirklich wehen. Also, wir haben was wirklich, schon mal, ist schon mal ein Pluspunkt.
Mit F öffnen, okay. Das ist schon ganz, ganz richtig krass, weil ich spiele ja eigentlich normalerweise mit Controller und nicht mit... Okay, krass. Also man kann wechseln zwischen Bogen und Dings. Verwende den Aufklärungsfall den Kämpfers, um das Gebiet vor dir zu erkunden. Aha. Kämpfe mit anderen Kämpfer um hochwertige Ressourcen, die über der Kampfzone verstreut sind, eliminiere sie, um ihre Vorräte zu erbeuten. Okay, verstanden. Once again, being eliminated results in losing all carried items. As the winner, you can collect your spoils. Okay, also die Schüsse connecten anscheinend. Ich muss sagen, die Steuerung ist jetzt ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja nicht am Spiel geschuldet. So. Jeez. So. Beim Suchen von kannst du schnelle Aktionen durchführen, ja, ja. So, was haben wir denn hier? Ein Angreifer Tarnmittel. Okay, ich muss die jetzt erstmal wegfeuern. Nee. Okay. Was haben wir denn da? Ein M4A1 Sturmgewehr und ein Helm, der viel besser ist als meiner. Finde ich schon mal sehr gut. Sorry. Taktische Waffenmark Schutzweste. Die hat. Okay, die ist besser. Schon mal sehr gut. Wir haben jetzt die AK-74. Da würde ich jetzt erstmal mit dem Gewehr weitermachen. Jetzt muss ich mal gucken. 1 und 2. Okay. So, Escape drücken, weil alles andere ist nicht. So, jetzt muss ich euch mal kurz was schauen. Aha, also mit 2. 1 und 2. Also es ist nicht geschuldet jetzt das Dings. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden mit PC, weil ich lange nicht mehr auf PC gezockt habe. Mit den Einstellungen. Also ich muss sagen, das Detail, die Palmen hier sozusagen, der Wind, also die machen jetzt nicht so. Also ich habe zwar vieles gehört, aber dass die schon sowas gezockt haben, boah, finde ich krass erstmal, finde ich sehr gut, dass dieses. So, jetzt mache ich mal mit der zweiten Waffe. Okay. Ja, die Waffe kenne ich ja jetzt. Das haben wir erstklassige Methode aus Tresoren. Wenn du diese Folge erfolgreich extrahierst, kannst du sie gegen Phones austauschen, um bessere Ausrüstung zu kaufen. Aha. Klassige Piratenkupfermünze. Warum nicht? Kampfeinnahmen. Cool. Aha. Bin ja eigentlich auch keine Frau, aber gut. So. Also ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen mit PC. Ja, mit der Taste, okay. Finde ich auch mal so krass, solche Sachen zu machen. So, was ist im Dosor drin? Ein Störsender.
Angreifer taktische Sturmliste. Dann mache ich das raus und nehme das mit. Escape. Ja. Was habe ich da jetzt? Aha, okay. Das mit hier. Interessant, solche Spiele zu spielen. Also das ist das kostenlose Game, was ihr dann nachher... Finde den Extraktionspunkt, näher dich und warte, bis der Countdown endet, für eine sichere Station mit deinen Vorräten. Okay, verstanden. So, und wie mache ich jetzt das Ding auf? F. Feinde können in der Nähe von Extrusion lauern und sie jederzeit auf der Hut. Okay. Make sure to reach the extraction point before the countdown ends. Okay. Ich glaube, das ist eher so eine Einführung. Cool. Naja, also ich bin nicht so der Mädchen-Typ. Ah. Der Rucksack im Match befindet sich links und den Vorrat rechts. Drücke auf den Vorrat zu verschieben. Schieben nach der Rückkehr des Lobby kannst du diese Vorräte dann organisieren verkaufen. Aha. Zurück zur Lobby. Interessant. Welcome back to the Black Site. Please read the information before making any decisions. Have fun exploring. Also erstmal schön, dass sie hier auf jeden Fall eine Sache machen. Willkommen in taktischen Unruhen. Verwende den Test-Tab, um zur Lobby zu wechseln, wo du schnell auf verschiedene Funktionen, Events oder Spielstarten zugreifen kannst. Also erstens mal finde ich das erstens mal krass, was für eine Grafik das ist. Ja. Und cool, Angriffsbataillon. Da steht da Unterstützungsbataillon. Also hier können wir Helme holen. Ja, jetzt wie? Jetzt bin ich jetzt ein Mann oder was? Oder bin ich eine Frau? Ist eigentlich egal. Nur ich bin eher so der Kollege. Okay, Kämpfer, Medizinhilfe. Mhm. Bin ich mal ganz gut. So, jetzt Tab. Vorrat. Abteilung. Abteilungsleiter der Black Site bieten verschiedene Missionen an. Die abschließende Mission kann dir tatsächlich EP-Technologierung und Vorräte einbringen und zusätzliche Käufer an Vorrats freischalten. Also heißt es, du kannst sozusagen, du brauchst eigentlich keine. Ich weiß ja nicht, gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, ja, ist gut. Also es gibt hier keine, also so Echtgeldwährung, sondern man bekommt eine Währung, wenn man Missionen oder Sachen bekommen hat. Was mich ein bisschen komisch wirkt, ist, warum ich nicht auf dem Gamepad steuern kann.
Steuerung bei Kampfbildschirm Interaktion. Fahrzeug. Ein bisschen. Ich glaube, die haben das noch gar nicht eingeführt. Ich hoffe, dass sie das noch einführen. Das wäre super. Das soll ja auch auf der Xbox kommen. Dann glaube ich wohl schon, dass sie. Luft. Automatisch Luftsprung. Okay. Alles klar. So, wir haben hier. Ah ja, also hier kann man natürlich die Leute wechseln. Always the bullseye. Es wohl. Dann nehme ich den Kollegen. Der ist gesperrt. Don't call me Mister. Get ready, so. Also ich kann den nehmen, ich kann den, aber die kann ich nicht nehmen. Also die Dings. Schön, dass wir wenigstens eine kleine Auswahl geben. Finde ich auch ganz. Gut, also ich nehme jetzt den Kollegen mal. Abteilung, Missionen, Vorrats, verschiedene Abteilungen der Vorrats bieten verschiedene Arten von Vorräten zum Verkauf an. Wenn du aufsteigst, schaltest du den Zugang und deinen breiten Sortiment frei. Aha. Okay. Aber ich möchte mal ganz kurz mal was wissen. Plexite. Modus wechseln. Wir haben noch diesen chaotischen Krieg. Und wir haben die Dings Plexite. Also wir haben nicht die Möglichkeit. Befreit, Plexite befreit. Ist interessant, okay. Tab. So, dann würde ich jetzt mal ganz kurz mal was schauen. Weil es gibt ja eigentlich eine Kampagne. Gucken wir mal da rein können. Funktion in Entwicklung, okay. Attention, soldiers. This is how you approach and win. Attack and defend. Two teams face off. Attackers and defenders. Attackers, you breach a sector, seize the objectives. Gotta hold all of them at the same time to lock that area. The defenders then have to retreat. Defenders, you need to resist like hell. Hold on to the objectives. You'll have as many reinforcements as you need. But attackers, you got limited reserves, so careful how you deploy. One last... Okay. Ich starte jetzt einfach mal. Rette 3 Gruppen, Kameraden. Rette 10 Gruppen. I got your back. Anscheinend sind das auch noch andere Leute. Zerklüftet. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel jetzt gerade mal findet. Also eure ersten Eindrücke und so. Oder ob ihr es zocken möchtet.
Okay, also man hat ja noch verschiedene Ansichten. Ich nehme jetzt einfach mal das Sturmgewehr hier. Und einsetzen. Okay. Bin gespannt. Defend the objective. Do not let them take this sector. Okay, da hinten geht's schon mit Geballer los. Toll, der hat die MP5 gehabt. Okay. Es geht doch ein bisschen schneller. Wo tue ich denn eigentlich schneller laufen? So. Oh, ich hab einen Also die Schüsse connecten ziemlich gut anscheinend. Okay. Also die Schüsse, also ich krieg jeden Schuss sehr gut hin. Muss mich mal ein bisschen. Mal sehen, wenn das nachher mit dem Gamepad gespielt wird. Aber bis jetzt macht es eigentlich einen sehr guten Eindruck. Also es leckt auch nicht mal. Also es hat vorher mal ein bisschen geleckt. Aber das ist ja normal bei so einem Alpha-Test. Boah, es ist mega aufwendig. Ich sehe gar nichts. Okay, haben den nächsten Treffer. Wie geht das jetzt nochmal mit R? Das ist also sorry, dass ich da jetzt ein bisschen komisch spiele, aber ich habe seit langem nicht mehr mit der Tastatur gezockt. Ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen nachsehen. Also ich muss sagen, mein erster Eindruck, wie das Menü aufgebaut ist und so weiter und so fort, finde ich das sehr cool. Ja, super, danke. So, ich gehe jetzt einfach auf B. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwie. Ich setze mich mal hier wieder ein.
Also das ist Springen, das ist schon mal sehr gut, das ist... Ah, das ist Ducken bei C, das ist sehr gut. Überlastungsmodus, okay. Das ist... Enemy troops assaulting objective Bravo 1. Okay. Okay, den nächsten haben wir. Also ich muss sagen, also es ist nicht so ähnlich wie Battlefield, also man muss noch ein bisschen weiter hin. Ich muss es ja erstmal mit Controller noch testen. Wenn es dann rausgekommen ist, würde ich das mit euch natürlich Dings, aber die Connection von den Kugeln her, erste Sahne, muss ich sagen. Also es macht schon was her, um den... Bravo 1 has been compromised. Ich muss sagen, nichts gegen X-Defiant, aber das sieht deutlich besser aus als das, was ich da gezockt habe, weil... ich muss sagen, jetzt kommen wir mal zu diesem Thema X-Defiant, warum ich X-Defiant nicht so arg zocke. Ganz einfach, weil das einfach gleich aussieht. Heißt, ich bin ja von The Division und Rainbow habe ich ja auch schon ziemlich oft gezockt. Gucken wir mal, ob die mich retten. We are taking Bravo 1. Okay, also mit der Hand kannst du wieder. Gut. Meine Kollegen sind da einfach ein bisschen Dings. Ja, also wie schon gesagt, connecten tun die Schüsse. Das muss ich mal leibhaftig zugeben. Wollen wir das Sturmgewehr nicht irgendwie. Ich nehme jetzt einfach mal die AK. Ich glaube, das sind nur jetzt Waffen, die man jetzt einfach mal ausprobieren kann. Also ich sehe, also wenn ich merke, ich habe eigentlich überhaupt keine Lags. Ja, also so, ich gehe mal hier mal ein bisschen rum. Oh, das kriegen die dann eh wieder zurück. Ach, jetzt nehmen sie auch noch einen Panzer mit, oder was? Enemy assaulting one of our objectives. We are moving to attack Bravo 1. Also die Schüsse... Wuhuhu! Ja, ich mal drei Leute weggemacht. Der AK. Finde ich mal. Overkill. Wahaha! Zwei Leute. Voilà. Boah. Also sorry, seid mir bitte da nicht böse, wenn... Dings, aber ich finde... Also ich muss sagen, die Connection ist sehr gut. Auch wenn ich da nicht jetzt keine Konsolen hier mit meinem Gamepad zocken würde. Jawohl. Bravo.
Also ich muss sagen, die AK macht... Oh, jetzt kommen sie mit dem Panzer an. Danke. Jetzt kann ich mich sowieso jetzt importieren. So, gehen wir mal auf C2. Also ich muss sagen, die Waffen fühlen sich sehr gut an. Also vor allem die AK macht wirklich einen guten Eindruck. Aber wie schon gesagt, ich muss dann halt erstmal gucken, wenn ich die Gamepad zocke, weil mit der PC, Maus und Tastatur bin ich hier eine Niete. Aber ich wollte euch mal trotzdem zeigen, wie das Spiel jetzt so grob aufgebaut ist. Okay, hier kann man nicht raus. Ja. Sitz habe ich geschossen. Jesus Maria. Enemy attacking objective Charlie 1. Aber ich bin jetzt gerade nicht so schlecht mit PC. Also ich habe ja. Ich spiele ja viel Strategiespiele auf dem PC. Macht auch gerne Movies. Okay. Also man lädt sich auch wieder auf. Also ich krieg irgendwie immer das Gefühl... Nein! Also ich muss sagen, das Spiel hat wirklich, also... Wenn ich jetzt nachher wieder mit Gamepad zocken würde... Aufgeben, die anderen sind ja auch schon wieder sonst wo gelandet. Das ist schon krass. Boah, ich will mal gerne mal. Okay, also mit Q. Schon wieder hier alles ab. Gut. Mach zwar ein paar Hitmarker hier. Jawohl. Ich spray einfach rein ins Game. Pam. Ich sehe gar nichts mehr, weil ich schon wieder genebelt wurde. Also man kann auch einzelne Schüsse machen. Die Schüsse kommen auch sehr gut. Also ich kann mich auch wieder ein bisschen mehr konzentrieren auf das Game. Und ich finde, mal jetzt mal im Ernst, Jungs, ich finde das krass, dass ein Spiel... Oder von oben ist einer. Das
ist aber nicht nett, was ihr da macht. So, den habe ich mal einen Kopfschuss verpasst hier. Macht aber auch einen sehr guten Eindruck. Also ich muss sagen, das Game überzeugt mich ja jetzt schon ein bisschen. Auch wenn es links. Aber wie schon gesagt, ich muss das mit Controller ausprobieren. Ich hoffe, dass sie das noch hinzufügen noch. Aber das ist ja jetzt erstmal die Alpha-Test. Mit X kann ich sprinten, aha. Aha, also hier habe ich auch eine Pistole. Auch nicht so arg einen Rückschuss haben. Aber so. Schauen wir mal, wie die anderen Maps sind. Ist ja noch die eine Map. Was ich zu bemängeln habe, ist, wenn man ins Spiel reinkommt, sozusagen, also wenn man beigetreten ist, man würde sich na, kommt. Das war gut, so hier ist das mal. Ja, Leute. Was die schon wieder alles auf mich werfen. Ist nicht gut. Oh, der hat noch einen. Die sind verschanzen sich alle jetzt auf dieses Ziel. Ja, jetzt habe ich ihn. Sauber. Machen die nämlich alle Jagd auf mich hier gerade, weil ich hier die Leute, meine Kameraden noch ein bisschen Feuerschuss gebe hier. So. So. Also ich hoffe, dass sie den Controller Report genauso gut machen, wie sie das mit PC machen. So, jetzt kommen wir erstmal zu dieser Sache, was ich auszusetzen habe. Das erste ist, wenn man reinzoomt, oder besser gesagt wieder ins Spiel zoomt, ist es ein bisschen lang, also lang gehalten. Heißt, man kommt ja ziemlich langsam ins Game. Sollte ein bisschen schneller sein, das ist schon mal sehr wichtig. Ich weiß, das ist eine Alpha. Okay, es ist. Das ist schon mal sehr gut. Also wir verteidigen hier C2 gerade momentan um das Aachen's Breite, ja. Okay, hier werden wir gerade. Also von der Grafik kann man gar nichts sagen. Ich habe ja schon ältere Spiele schon gespielt. Muss aber sagen,
Das sieht so ähnlich aus wie Medal of Honor ein bisschen. Ein kleines bisschen. Medal of Honor. Und das. Hoppala. Mir tatsächlich von der Seite hier oder was. Leute, ihr müsst uns schon noch ein bisschen Deckung geben, ne? Und ich habe aber auch keine. Ich hoffe, dass sie auch Team Deathmatch reinmachen. Als erstes und nicht erst, wenn wir das sagen oder so. So, den haben wir jetzt mal aus dem Leben geschossen. Digga. Also ich muss sagen... Oh, da ist eine Munitionskiste, das ist sehr gut. Okay, da sind die am Zocken. Und dass es nämlich nur kostenlos ist. Also es gibt keine Ingame-Werbung. Also ich muss sagen, ich sage euch kurz dann später, ich will jetzt das erstmal zocken, ja. Ich sehe natürlich gar nichts. Was ich auch noch zu, was ich hier gerade merke, wenn man jetzt hier spielt und man läuft, dann macht er. Wir haben Bonn sogar noch. Ich frage mich, warum man nicht nachladen kann, während getötete Gegner eins Verteidiger. So, beste Truppe, okay. Ja, ich habe 7.885. Gesamte Rettung 8. Okay. Cool. Ja, die AK macht das, was es... Ja, also wie schon gesagt, ich finde es komisch, dass man während des Laufens nicht nachladen kann. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Xbox-Port oder PlayStation-Port, der Gamepad-Port, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, die fügen das noch hinzu. Und was positiv ist, Verhaltensbelohnung. Verbessert dein Einsatzziel, um mehr Waffen freizuschalten, ja. Also, ich muss sagen, das finde ich wiederum. Das finde ich schon wiederum besser. Und muss sagen, ja, hier levelt man besser. Ja, das ist wesentlich deutlich besser, als dass man jetzt hier die ganze Zeit an der Waffe rumklebt. Und Gott sei Dank kann man endlich mal mehr leveln als bei XDefiant. Ja, also Hut ab. Schon mal sehr gut. Was mir Gutes noch auffällt, die Texturen, also hier die Textur von der Hose, vom Gewehr, hier vom Schutzweste und so Kram. Finde ich super, dass es solche Einheiten haben. Habe ich sogar eine Ausstattung. Man kann ja jetzt, also man hat hier sogar ein paar Waffen. Zum Beispiel die AK, die wir ja vorhin gespielt haben, die sehr gut war. Ähm,
Dann haben wir ja so eine Waffe noch. Was haben wir denn noch? Schrotflinte, Sturmgewehr haben wir auch noch. AK-12, das ist die normale AK anscheinend. Finde ich sehr gut, finde ich cool. PD-2 Sturmgewehr sieht so ähnlich aus wie die MP5. Ja. Wollten sie wahrscheinlich auf Dings. Hier haben wir sogar Schrotflinte. Jetzt will ich mal gern mal was wissen. Wenn ich jetzt AK auswähle, modifizieren. Aha, okay, also so ähnlich wie. Also man hat hier drei Ausrüstungen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Und man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also man hat hier 11 Sachen. Finde ich auch etwas besser, muss ich sagen. Also die haben hier jetzt quasi ein Menü hergestellt, was es dann quasi auf der Xbox sehr gut macht. Es ist besser als Call of Duty Modern Warfare 2 und es ist Call of Duty besser als Call of Duty Modern Warfare 3, wo du Millionen Aufsätze hast. Also ja, ist nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Sachen. Kalibrieren, okay. Oh. So kann man es auf die Dicke machen. Also hier hat man hier den Kalibrierungseffekt. Also hier gibt es auch Effekte anscheinend. Wenn man es dann so halten kann, so ungefähr. Macht es auf 0, dann ist. Okay. So, dann will ich mal auf die Visiere gucken. Ja, also es gibt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also 19 aufs, 19 von diesen Dingern. Klar, das ist wieder mal so wie ein paar Visiere, aber es sind Visiere, die man, ja gut, Zielfernrohr würde ich jetzt nicht auf eine Waffe, jetzt auf das Sturmgewehr oder auf eine AK drauf sitzen. Da würde ich eher dann auf die Sniper schmeißen. Aber, ja. Was soll ich denn da sagen? Also, es ist krass, dass die Dings, also ich würde es jetzt erstmal so lassen. Also es gibt hier auch keine Millionen Aufsätze. Was ist das für Waffenlicht? Aha, okay. Und hier gibt es dann nur zwei von denen. Also die haben es auch ein bisschen anders gehalten, so wie die ich das so sehe. Und man sieht hier, wenn man direkt hier die... Das ist so ähnlich wie bei, na wie heißt das Spiel, Battlefield Hardline. Ein wenig vom Aufbau her, muss ich sagen. Finde ich das ganz okay. Also die haben eine Mischung, also die, das Menü vom Battlefield Hardline genommen, viel, nur ein bisschen besser gemacht. Und ja, kann man mal machen. Aber es gibt ja auch noch wesentlich bessere Menüs, aber das Menü kann ich sagen, das ist okay. Wenn ihr eure Meinung natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet, was ihr da. Also man kann sogar zwei. Das haben wir auch noch nicht. Dass man zwei Visiere drauf machen kann. Also man kann es sich entscheiden, ob man noch ein zweites Visier drauf macht oder gar keins. Weil man hat, kann ja mit Q seitlich zocken, um besser ums Gewehr zu schießen. Finde ich ganz cool. Okay, das ist dann Laserlicht, das Laserzeug, das weiß man ja. Ja, Kalibrierung, Ausstattung,
Man sieht, was man für Ausstattung hat jetzt gerade. Erst Fortschritt, ja, Level 6. Aber jetzt erst. Ja, also wie schon gesagt, also ich muss sagen, vom Hintergrund her und vom Aufbau her haben sie wirklich was Gutes gemacht, finde ich. Also die haben hier nochmal was hier verbessert werden kann, was man überhaupt drin hat und so Zeug. Finde ich doch mal gar nicht so schlecht. Und man hat als erstes auch noch einen Schießstand. Schießstand betreten, um diese Feuerwaffe auszuprobieren. Das hat man auch nicht bei XDefiant. Mal kurz gucken. E und Q. Also mit Q und E kannst du seitlich machen. Oh, ich bin froh, wenn ich bald wieder mit einem Gamepad spiele. Mit der Xbox. Ja. Jawohl. So, nochmal nachladen. Also, ja, man. Also man bekommt da schon seinen Rhythmus rein. Ich muss sagen, wenn man mal anvisiert, dann ruckelt das noch ein bisschen auf die eine Seite. Und wenn sie das ein bisschen noch ein bisschen wegmachen würden, das wäre noch top. Also ihr könnt auch hier eure Waffe natürlich ausprobieren. Hoffe, dass ihr auf dem PC vielleicht noch die. Also der Schießstand ist schon mal sehr gut, ja. Finde ich auch sehr cool gemacht. Sieht man auch wirklich, dass es ein Keller ist und auch ein Untergrund ist und cool. So, dann gehen wir wieder zurück. Wie geht das jetzt hier? Schießstand verlassen. Ja, gut. Nochmal Escape drücken. Also man hat hier Ausstattungs- und Besitz. Level 8 verbessern. Man könnte sie ja auch verbessern. Cool. Also man kann sogar auch ein bisschen verbessern, wenn man solche Verbesserungsteile hat anscheinend. Wie? Krass. So, aber nichtsdestotrotz, Jungs und Mädels. Ich habe sogar hier noch einen Post. Okay, das sind Sachen, die ihr hier noch nicht sehen dürft. Das ist meins. Also würde ich mal ganz kurz mal was machen. Und zwar kann man das auf. Ich würde es jetzt mal so machen. Also man hat nur ein paar Waffen. Ich weiß ja nicht, wie es dann nachher aussieht, wenn er dann noch ein paar andere Waffen haben. Aber jetzt mal die AKS werde ich jetzt erstmal leveln, würde ich mal behaupten. Aber erst im nächsten Part. Also, ich würde mal sagen, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel
findet oder was ihr für diesen Spiel sieht. Wie schon gesagt, das Spiel ist kostenlos verfügbar auf Xbox Series und Xbox One und PlayStation 4 und PlayStation 5 und auf PC. Ich muss noch mal was erwähnen, und zwar möchte ich mich erstmal für diesen mega Support bedanken, dass gerade momentan sehr viele Leute auf meinem Channel kommen. Und ich muss sagen, erstmal vielen Dank dafür. Und ich bin mega, mega erfreut, wie es läuft. Und ich hoffe, ich konnte oder will noch weiter mit euch interagieren. Und ich hoffe, dass es für euch ja ein bisschen klappt. Und es wäre toll, wenn ihr noch ein bisschen mehr bei uns bleibt oder bei uns. Ja, wir sind ja nicht nur, ich bin nicht nur ein Mann, ich habe auch noch eine Gruppe. Und ja, schaut mal ein bisschen da vorbei. Und in den nächsten Tagen spiele ich das mal mit dem Gamepad sozusagen. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag, ja, schönen Abend noch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute.